meine Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr habt es im Bildchen ja gelesen, was ich eigentlich an diesem Game so hasse. Das wisst ihr alle nicht. Ich mache ja immer ein Smiley, immer nett, immer der Typ, der so sagt, ja, Clash of Clans ist immer ganz toll, bestes Game ever. Aber es gibt auch Sachen, die ich so hasse. Lasst mich erstmal diesen Angriff hier eben zu Ende bringen. Ein ganz normaler Rathaus 9. Golalun, so heißt es, glaube ich, nach wie vor und ist es nach wie vor eine krasse Angriffstaktik, wenn da nicht diese fetten Loons wären, die jetzt, glaube ich, schon meine Golems so ein bisschen zersprengen da. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe noch ein paar Bowler im Gepäck, die sicherlich noch ein bisschen reißen. Und warum habe ich eigentlich Mauerbrecher dabei? Weil die Mauerbrecher eigentlich Mauern aufmachen sollen und das machen sie jetzt auch. Also, den haben wir schon mal ganz gut hier mittig oder halbmittig entkernt. Aber es gibt auch Sachen, die hasse ich hier. Die hasse ich hier im Spiel. Es sind nicht die Zuschauer oder überhaupt die Spieler. Ja, manche Spieler mag ich nicht, manche Spieler mag ich. Es gibt so ein bisschen ganz, ganz was anderes, was ich so innerlich so, was mich manchmal so zerreißt, wo ich sage, ich könnte ihn echt jetzt meucheln. Aber den meucheln wir jetzt erstmal, glaube ich, von hier und einmal von hier, dass da ein bisschen was auf den Minenwerfer geht. Und ich habe nur einen einzigen Hund dabei, weil ich jetzt so ein bisschen, die Armee war gerade ein bisschen verpeilt. Okay, dann kommen wir hier mal noch rein. Den einen halte ich mir mal noch offen. Mal sehen, wie weit mein Hund dort geht. Ich hab satte eine Cleanup-Truppe dabei, die setzen wir mal da. Und ich glaube, da setzen wir mal den. Hier noch ein Eilzauber gesetzt über den Flächenschaden. Dann ist das auch Geschichte hier mit dieser Base. Also so ein bisschen üben tue ich nebenbei, selbst wenn das hier mit der Maus geklickt ist. Und das ist natürlich jetzt kein Hass hier oder sowas, sondern das ist so ein bisschen normales Clashen. Einfach so ein bisschen üben mit dem Account. Ich bin heute Abend auf dem Alex-Account, also auf einem Max Rathaus 9er. Und der einfach nur ein bisschen Sterne scheffelt, so ein paar Angriffe hier macht, ihr seht das. Das klappt auch ganz gut. Ich muss jetzt leider, ich muss den Eil noch loswerden. Meine nächste Armee, die kann keinen Eilzauber gebrauchen. Und der war noch nicht mal gut, 33 Sekunden. Aber ich denke, das packen wir noch. Ein Golem ist hier noch dabei. Und das haben wir in jedem Fall hier ganz nett im Sack. Die paar Sterne hier nehme ich immer ganz gerne mit. Die Challenge, ich hatte nämlich eine Challenge offen hier. Mit ein paar Lager machen, 3 Stück waren es, glaube ich, oder so. Die baue ich einfach mal nach, denn die mache ich immer ganz gerne, diese Truppe. Aber worum es mir eigentlich geht, was hasse ich eigentlich in dem Game? Also auch das hasse ich nicht. Ich hasse nicht, dass hier komischerweise bei mir gerade was steht in diesem doofen Emulator. Ich hasse es nicht, dass es nicht mehr so viele Trainingspotions gibt. Ich mag die Hero Potion, aber ich brauche sie nicht. Und das Book of Heroes brauche ich auch nicht, mag ich aber dennoch. Es gibt übrigens alle, oder es gibt in 39 Tagen nur noch 2-mal an darauffolgenden Tagen die Trainingspotions. Das könnt ihr euch nachlesen im englischen oder im deutschen Wiki. Was ich eigentlich wirklich hasse, das zeige ich euch mal jetzt anhand von Clankriegsangriffen. Was ich eigentlich so hasse, sind diese Lauch-Accounts. Also 5er Queen, 6er King. Und meiner als Rathaus 10. Das ist ein Rathaus 10er, der den Slenderman hier angreift. Ich zeige diese Base ganz, ganz bewusst, denn ich glaube, der Slenderman ändert sie jetzt endlich. Denn das ist so eine richtige shitty Internet-Base hier, die eigentlich jeder 9er knackt. Und der Angreifer hier ist ein Rathaus 10er. Und das mag ich gar nicht. Ich habe das hier unten jetzt, glaube ich, nicht ganz gesehen. Der kann nicht mal Mauerbrecher. Der hat hier mit den Mauerbrechern gefehlt und muss jetzt zusehen, dass er hier den Elektrodrachen wegkriegt. Ah, das hat mich so geärgert. Und solche Angriffe, muss ich sagen, die ärgern mich unheimlich, denn die sind so lame. Ich meine, der Gegner mit seinen vielen NG-Accounts hier, der wiegt sich natürlich, haha, ich schaffe hier den Neuner, diesen Max Neuner, diesen Enderman hier ganz, ganz easy mit meinen beschissenen Helden und mit meinen Minern auf 3, mit meinen 5 Zaubern. Und ihr seht das, meine Helden, ich weiß, die kloppen jetzt 3 Minuten auf diese blöde Mauer hier, aber ist ja egal.
Der Rest hat sie irgendwie gebracht. Und das sind so die Sachen, die hasse ich. Die hasse ich wirklich. Da gehe ich so ein bisschen innerlich, zerreißt es mir das Herz, wenn ich so eine Scheiße sehe, dass der Slenderman hier eigentlich eine gute Base hat, hat gute Truppen, greift gut an. Und dann kommt neudeutsches A-Wort, ihr wisst genau, was ich meine, den ich jetzt nicht aussprechen will, und macht diese Base hier und ist natürlich jetzt der King hier. Hey, ich habe einen Dreier auf den Rathaus 9er hier gemacht, der war ja so super schwer. Aber das sind die Sachen, die ich hier so hasse, muss ich euch ganz klar sagen, denn ich kann es manchmal nicht deuten. Das ist so ein Kackzähner hier, der hier die Sterne holt, und dieser gesamte Clan war so. Das ist auch noch das Beschissene, aber macht nichts. Wir haben ganz nett dagegen gehalten. Ja, das seht ihr. Wir haben nämlich 59, 58 gegen diese. Ich will es nicht aussprechen. Gewonnen. Denn wenn ich sehe, wie scheiße der Erste hier angegriffen hat. Wie scheiße hat eigentlich der Erste angegriffen? Der hat nämlich mal eben 0 Sterne auf unsere Nummer 2 geholt, auf Miss Marple. Den gucken wir uns auch mal gerne an, denn Miss Marple hat hier. Miss Marple. Ah doch, den gucken wir uns. Nee, den gucken wir uns nicht an. Wir gucken uns lieber an, wie unser Sven hier die Miss Marple zerlegt hat. So muss man sagen. Denn das ist Miss Marple hier, beziehungsweise das ist der Sven, nicht Miss Marple. Das ist der Sven, der hier den. Diesen Angie, guckt euch diese Scheiße an. Und gegen so eine Scheiße müssen wir hier häufiger mal ran. Da kann ich es nur, deswegen geht mir immer so die Hutschnur hoch, wenn ich solche Accounts sehe hier, die uns hier so legen oder versuchen zu legen. Denn der Gegner, das ist auch mal richtig das Witzige, der Gegner hat zu Anfang seines Clankrieges hier gegen uns sein Lock freigegeben. Und da habe ich schon gesehen, oh, die holen immer mal wieder 100% zwischendurch. Das wird sicherlich ein guter und knackiger Clan-Krieg werden und auch ein Clan sein. Aber dann so gegen Ende haben sie irgendwie gemerkt, wir sperren mal unser Lock. Und das Lock ist nicht mehr öffentlich, weil sie sich natürlich nicht die Blöße geben wollen, gegen so einen super Clan hier verloren zu haben. Also gegen einen Level 5 Clan, 5 gegen Level 13. Und wir schauen mal, wie der Sven das hier eigentlich geregelt hat. Der Single, die Queen läuft immer schön von dem Single weg hier. Das fand ich richtig nett. Aber der Rest hier ist, ich meine, der Rest dieser Base ist Essig. Das ist ein gefundenes Fressen, hätte ich mal fast gesagt. Auch für den Sven hier, der Sven ist ein Rathaus 11er. Das müsst ihr noch dazu sehen. Und der Gegner hat, ja okay, er hat natürlich ein Rathaus auf 12 schräger 5. Aber da gehen jetzt auch die ganzen Loons kaputt. Aber das ist doch hier, das ist doch hier nicht. Das ist das, was mich hier so aufregt. Na, also dieser Angriff regt mich nicht auf. Das hat der Sven richtig, richtig gut gemacht. Ich zeige den auch mal ganz, ganz bewusst gleich als Erstes. Denn hier haben wir dem Gegner mal so richtig gezeigt, wo der Haken hängt und womit bei uns eigentlich zu rechnen ist. Ich fand es wirklich, wirklich super. Als der Dreier hier drin war, da war eigentlich schon der Druck beim Gegner sehr, sehr hoch. Und bei uns eher niedrig. Einige haben dann auch nicht so gut angegriffen. Aber ihr seht das, 59 Sterne, das ist natürlich ein super, super, super 3 Sterne. Aber trotzdem gehen mir solche Accounts fürchterlich auf die Nerven. Und ich habe hier auch angegriffen, glaube ich. Ja, ich habe mit dem Toto tatsächlich mal ein bisschen was gemacht. 7 auf 7 sieht man bei mir auch ganz, ganz selten. Ihr habt den 7er ja die Tage in der Update-Folge gesehen. Ich habe das Rathaus noch nicht angestoßen. Ich werde es aber diese Woche noch anstoßen. Denn ich werde meinen King noch auf Level 5 bekommen. Und dementsprechend kann ich das Rathaus auch anstoßen. Und euch sicherlich ein paar Beginner-Rathaus 8-Folgen demnächst präsentieren. Also wer mich da ein bisschen verfolgt, so ein bisschen auf meiner Augenhöhe ist vom Rathaus her, der kann sicherlich ein bisschen wieder was mitnehmen. Aber hier habe ich diese Base erstmal mitgenommen. Von der Luftabwehr her war die schon ganz knackig. Und auch der Rest ist hier ziemlich maxed. Aber dennoch, die Größe passt natürlich nicht. Ihr seht das, hier hinten sind die Mauern. Und die Base könnte viel, viel größer sein. Also auch da macht es manchmal die Masse oder die Größe. Denn dann hätten meine Drachen hier viel mehr zu tun gehabt, wenn diese ganzen Mauern noch in dieser Base gewesen wären. Waren sie aber nicht. Also auch in diesen kleineren, niedrigen Bereichen
baut eure Clan-Bases immer wieder aus, modifiziert sie, macht sie irgendwie 3 Sterne sicher, also dass man nur 1 oder 2 Sterne holt. Aber das war natürlich schon ein ziemlich dominanter Overkill, ja, so muss ich mal sagen. Und verdiente 3 Sterne hier und das waren auch echte 3 Sterne, denn hier unten war noch nichts drauf. Den habe ich jetzt mit dem Toto gemacht. Mit dem Schief habe ich nur gescoutet hier. Der konnte im Rathaus 8 Bereich leider nichts holen. Deswegen kann ich da auch nichts oder kann ich euch nicht zeigen. Aber ich habe noch 2, 3 Eingriffe aus den anderen Bereichen. Noch nie gesehen, aber schon länger hier. Koboldo. Ja. Mal sehen, wie er das hier gemacht hat. Okay, oh, das habe ich auch noch nie so gesehen. Ei, das habe ich auch noch nie so gesehen. Aber gut, wenn er der Meinung ist, das ist das Nonplusultra hier. Jetzt noch mit ein paar Lakaien im Backend, weil so ein Drache und so ein Babydrache, die sind nicht gerade schlecht in der Defense. Und auch, da ist ja irgendwo die Queen da hinten am Ende. Aber es ist eine Dreier-Queen. In dem Flächenschaden wird die irgendwo sterben. Denn die Loons werden irgendwann mal auf den Feger auch gehen. Da gehen sie jetzt in die Mitte auf den Feger, ihr seht das. Und wenn die hier einmal alles niederprasseln, dann ist natürlich auch diese Queen hier Essig. Und jetzt ist der erste Hund erst geplatzt, also auch hier coole Sache. Der Drachen ist da immer noch in der Mitte, aber der muss sich immer wieder drehen gegen diese vielen Welpen. Und ich glaube, das ist an der Stelle dann mal die richtige Taktik gewesen, die er hier an den Tag gelegt hat. Also 13 auf 13, auch eine wirklich coole Sache, hat mich auch wirklich gefreut. Das sind natürlich keine Hastdinge hier. Aber diese Engie-Scheiße, man kommt ja immer wieder, auch ich in meinen Folgen komme immer wieder auf diese Geschichten zurück, weil es einfach immer wieder nervt. Es regt mich immer wieder auf, es blutet mir dann das Herz, wenn ich sehe, dass meine Leute oder beziehungsweise der Clan hier im Clan oder die Leute im Clan herausfordert, sich so die Mühe geben mit dem Basebau, mit ihren Truppen, mit ihrem Geschick, diese oder solche blöden Bases hier zu legen, dann blutet mir das Herz, wenn ihre eigenen Bases so ein bisschen gedreiert werden. Und ich glaube, das ist bei euch auch so. Das könnt ihr mir ruhig mal niederpinnen, wie ätzend ihr das findet. Wenn euch so komische Lauch-Accounts dreiern und ihr es eigentlich überhaupt nicht verdient habt, gedreiert zu werden. Ich muss mal eben schauen. Ich habe hier noch einen, glaube ich, für euch. Ja, das ist der Inge. Der Ingo, der hat hier nämlich ganz, ganz am Ende angegriffen. Und hier hat leider schon Rathaus 11 drauf gefehlt. Der ist jetzt auch raus aus dem Clan. Und der Inge hier ist ein Rathaus 10 und hat sich einfach mal gedacht, ich max mal meine Truppen mit Machttrank. Auch das nutzt den immer wieder. Ich verkenne den auch in meinen Dörfern immer wieder, die jetzt so gerade so ein bisschen ein Level weiterspringen. Und nehme die da auch ganz, ganz selten. Vergesse die da meistens. Mit dem 12er habe ich so zweimal vergessen, den Fledermauszauber zu maxen, weil ich ihn auch erst auf 4 habe. Ist halt mal so. Ist halt mal so, aber mal sehen, wie ihr das hier geregelt habt. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Angriff überhaupt sehe. Ich wusste, dass es ja 3 werden. Nur wie es dann manchmal die 3 geworden sind, das weiß ich nicht. Aber hier mit Hogridern auf Level 6 ist eine coole Sache. Und der Sweeper, ja, nicht der Sweeper, die Tornadofalle hier, tut natürlich überhaupt nicht zur Sache gegen den kleinen Goli und hat jetzt schon ganz gut aufgeräumt, Clanburg geholt. Die Queen hat er eigentlich, ja doch, die Queen ist down, the Queen is dead. Ich weiß nicht, die Älteren unter euch kennen sicherlich das Lied The Queen is Dead von der Gruppe The Smiths, eine der Lieblingsgruppen, die ich nach wie vor immer noch mal wieder höre. Aber auch das sind immer so alte Geschichten. Ich habe ja auch ältere Zuschauer, habe ich jetzt auch gesehen, und die können sicherlich mit dieser Gruppe The Smiths etwas anfangen als meine jüngeren Zuschauer. Aber guckt euch das ruhig an. Es ist coole Mucke, es ist bisschen schneller, es ist sehr, sehr englisch, und dort gibt es immer das, was ich so sage: Oh, The Queen is Dead. Dort gibt es nämlich einen Song, der heißt genauso: The Queen is Dead, und deswegen betone ich das manchmal so. Was ich auch manchmal so betone, ich lese meine Kommentare immer, das seht ihr auch. Ja, hat er guten Lot hier geholt? Naja, Lot ist so richtig eingedeutscht, weil so lange, wie ich ja schon Computerspiele spiele und jetzt auch die Mobile Games spiele, hat sich dieser Begriff Lot bei mir so festgesetzt, dass ich ganz selten Loot sage. Ich weiß, dass es Loot heißt, Leute. Das braucht ihr mir nicht mehr in die Kommentare schreiben. Das ist mir schon klar, aber dieses Lot, das ist einfach so in mir drin gewachsen, und deswegen sage ich immer zu Loot gerne Lot. Und einer hat ja geschrieben, das ist so richtig deutsch. Ja,
so ist das nun mal, ist halt ein deutscher Kanal. Ich bin ein sturer Ostwestfale, der dann halt auch mal aus der Haut fährt, wenn so ein Scheiß hier passiert. Und wir gucken uns hier noch Miss Marple an. Einmal ein Rathaus 11 auf Rathaus 11, aber auch dieser Elfer hier ist auch jetzt nicht so wirklich ein Elfer. Ihr seht das, der hat zwar zwei Infernos, aber kein Adler. Das heißt, diese ganze komischer Clan hier war mal wieder so ein bisschen engineert. Und man muss da dann immer gegen ankämpfen, denn die konnten auch gut angreifen. Das Ergebnis 59-58 kommt ja auch nicht von irgendwo her. Aber dennoch, glaube ich, haben wir das hier super, super gelöst. Und auch wenn hier so ein bisschen die Kommunikation zurzeit so ein ganz kleines bisschen stillsteht, das macht, glaube ich, nichts. Ich habe jetzt heute Abend auch mal gesagt, so ein bisschen Ruhe hier tut ja auch mal wieder ganz gut. Alle kommen mal wieder ein bisschen rein, kommen mal wieder ein bisschen zur Ruhe, kommen mal wieder so ein bisschen auf den Punkt hier, um was es hier eigentlich geht. Denn hier geht es um Clash of Clans. Ich kann euch aber sagen, am Wochenende geht es mal bei mir im Kanal nicht auf Clash of Clans. Da dürft ihr nicht geschockt sein oder so, sondern lasst euch einfach überraschen. Ich habe mal so ein bisschen was vorbereitet, wie der Toto wirklich tickt. So will ich das mal sagen, wie der Toto eigentlich wirklich tickt. Denn Clash of Clans ist natürlich mein Spiel hier auf diesem Kanal und ich spiele es total gerne. Ich mache das ganz gerne mit meiner Community. Ich beantworte viele Fragen, bin eigentlich immer im Discord, wenn er mich erwischt, und gehe sogar an diesen Instagram-Chat ran, wo mich ja auch einige mal anfunken, aber ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen meine kleine Höflichkeit. Ich gehe dann dran, sage zulassen, beantworte ganz brav Fragen oder Antworten oder Anregungen und dann ist es das auch gewesen, finde ich auch ganz nett. Ich hoffe, ihr zollt das auch so ein bisschen, dass ich immer noch so, entschuldigt bitte, ich mag so ein bisschen die Nähe. Denn aus dieser Nähe hier, da ergibt sich immer irgendetwas. Du siehst eine Base, du siehst einen tollen Angriff, du siehst die Leute, wie sie ein bisschen weiterkommen, wie sie natürlich stolz sind auf ihre Accounts. Und das könnte auch sein, egal welcher Rathausstufe ihr angehört, ob das nun 8 ist, 9 ist, 10 ist, das ist mal so richtig egal. Aber egal ist nicht, dass ich die Pausentaste wieder gedrückt habe. Es gab jetzt keinen Schnitt. Ich habe das einfach aneinander gepappt. Ich habe mal wieder die Pausentaste gedrückt. Das ist so ein bisschen mein Kanalfluch, dass ich ab und zu mal hier die Pausentaste drücke. Beziehungsweise das passiert mir manchmal weiß ich auch nicht, warum mir das eigentlich passiert. Aber ich habe ja meine Tastatur noch vor mir. Und aber schön gemacht hier vom Marco 2 auf Nummer 3. Also auf diese kleine Angie-Truppe hier haben wir das ganze Ding gut gerockt mit 59-58. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf diesen Clan hier, auf den Clan Herausforderer. Ich glaube, das können die Leute hier auch sein. Ich bin mit dem Alex im Moment hier als Rathaus 9 vertreten. Und wir haben immer noch ein bisschen Platz, aber ihr braucht auch ein bisschen Pokale. Ich lese es auch mal wieder in den Kommentaren. Kann ich in einen Clan... ich bin sowieso, da sage ich dann immer, Leute, bewerben, ihr müsst aber 2.500 Pokale haben. Das ist einfach so, da gehe ich jetzt auch nicht mehr von runter. Und wir gucken schon sehr, sehr genau, wer hier reinkommt, wer hier rausgeht. Die nächste Liga steht in 8 Tagen, glaube ich, an. Und da wollen wir natürlich auch wieder antreten mit starken Accounts. Vielleicht aufsteigen, vielleicht bleiben, mal sehen, wie das Ganze wird. Und ich hoffe, die Folge hier aus dem Rathaus 9 Bereich hat euch ganz gut bereichert. Nein, hat euch ganz gut gefallen. Und ich schnabbel viel zu viel, weil ich bin auch so ein bisschen geflasht und gehypt von euch. Finde ich aber gut. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. Ich mag das, will das so ein bisschen rauskitzeln. Bis dahin, ich kitzel mal weiter. Euer Toto. Flasht.